Servus, liebe Wanderautofreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute möchte ich euch das Katoma Bednet vorstellen. Das Teil schützt euch vor Ungeziefer, wie zum Beispiel Moskitos, Schnecken, Spinnen. Und zugleich habt ihr auch noch einen trockenen Boden, also einen guten Schutz vor Nässe, Feuchtigkeit und Regen. Wenn ihr es sehen wollt, bleibt dran. Ja, geliefert wird es hier in diesem Packsack mit Reißverschluss. Der geht sehr leicht, sehr leichtgängiger Reißverschluss. Und hier sind noch Befestigungsriemen dran, sodass man halt außerhalb des Rucksacks befestigen könnte. So, dann schauen wir doch einfach mal hinein in den Packsack, wie das Ganze verpackt ist. Zum Vorschein kommt natürlich das Katoma Bednet. Und in dem Packsack drin ist fest eingenäht nochmal eine genaue Anleitung, wie man das zusammenfaltet. Weil das Aufbauen ist relativ schnell, das geht fast automatisch. Und daher ist auch dieses Warnsymbol, dieser Warnzettel da dran. Der sieht lustig aus, der Typ, lustig gemalt. Aber lustig ist es gar nicht mal so, weil das steht unter wahnsinniger Spannung. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann einem das wirklich ins Gesicht schlagen. An die Nase, ans Kinn oder irgendwie. Auf jeden Fall muss man da tatsächlich ziemlich gut aufpassen. So, und dann nehme ich jetzt mal den Befestigungsgurt ab. Und dann werden wir mal sehen, es ist schon wahnsinnig unter Spannung, es geht schon auf. Fertig. Ja, wie ihr seht, 1, 2, fix 3 steht das Katoma Bednet am Boden, ist bezugsfertig, hat ein sehr feinmaschiges Moskitonetz hier verarbeitet mit einem sehr leichtgängigen Reißverschluss. Man sieht, man kann sogar beide ganz easy runterziehen. Tja, großartige Sache. Am Boden ist eben wasserabweisend, wasserfest. So bleibt einem beim Regen dann wenigstens der Schlafsack drin trocken. Und deswegen finde ich, das Katoma habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht als Standard-Setup sogar im Winter, auch wenn es keine Mücken gibt, relativ interessant. Aus dem Grund erstens, weil das Moskitonetz macht mindestens 3 Grad plus aus. Zum anderen ist es fast wie ein Biwaksack. Es gibt ja auch noch Zubehör, ich blende es mal kurz ein. Das ist aber sündhaft teuer und ist hier im Moment in Deutschland gar nicht erhältlich. Ich habe jedenfalls noch keinen gefunden. Der Händler, von dem ich das habe, eingeblendet, Amberg, Entschuldigung, der wird sich mal erkundigen für mich, ob er das irgendwie besorgen kann. Würde ich sehr interessant finden. So, wie gesagt, ist unten eben wasserfest, das Ganze. Und man könnte jetzt da einfach drin schon übernachten. Hier oben, diese Schnüre da, sind einfach nur dafür da, dass man, wenn man jetzt das Moskitonetz offen lassen möchte, naja, ihr könnt es ja euch denken, dann kann man hier das eben befestigen, dann bleibt das offen. Außerdem finde ich, was man noch machen könnte, wenn man eine Ridgeline hat, ich habe hier schon eine gespannt für später, weil ich dir noch ein bisschen was zeigen möchte. Also könnte man sich das Ganze da auch an die Ridgeline befestigen, dass das nicht so durchhängt. Wäre auch noch eine Möglichkeit. So, dann fällt auf, an der Seite sind hier so mit Clips, auch Befestigungsmöglichkeiten, und zwar ist das dafür da, zum einen kann man da einen Hering reintun, damit es ein bisschen besser am Boden haftet, vielleicht wenn es ein bisschen schräg ist, das nicht runterrutscht, aber ansonsten hier sieht man auch nochmal Befestigungsriemen mit Clipverschluss, ist dafür da, dass man es eben auf einem Feldbett befestigen kann. So, diese Laschen hier zum Beispiel sind für die Zubehörteile gedacht.
Und dann kommt halt so eine Zeltstange, so eine Teleskopstange kommt da rein. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, weil ich habe das Zubehör ja nicht da. So, da wo der Kopf liegen soll, ist natürlich der Abstand nach oben etwas höher. Und da geht es dann ein bisschen niedriger und wird auch schmäler unten bei den Füßen. So, rein mit der Isomatte, Reißverschluss zu, schwupps, das war's und schon liegt man drin. Tolle Sache. Ist jetzt auch mal nicht so schlimm, wenn ich mit den Schuhen reingehe, weil es ja doch eben ein gutes Material ist. Da geht dann nicht gleich alles kaputt. Ja, in Katoma ist es sehr gemütlich und ich merke jetzt schon, dass es ein bisschen wärmer ist, durch das Moskitonetz natürlich. Ja, wie gesagt, also Platz ist ausreichend. Groß genug und dadurch, dass es eben flexibel ist, kann man auch mal mit dem Kopf oben anstoßen, ohne dass es gleich zusammenbrechen würde. So wie beim normalen Zelt halt eben auch. Was hier noch gut zu sehen ist, so ein kleiner Sack ist das. Da kann man halt sein Handy oder eine kleine Lampe reingeben, das halt aufgeräumt ist. Zumal es auch hier viel Platz bietet an der Seite, um sein Gerödel da trocken zu lagern. Eine ganz gute Geschichte. So sieht es hier bei den Füßen aus. Bietet also auch ausreichend Platz. Naja, bevor ich einschlafe, mache ich lieber weiter. Also hier auf der Seite kann man rausgehen. Das habt ihr ja schon gesehen. Reißverschluss sehr gut geht. Also er geht wirklich ganz tatenlos, butterweich. Und natürlich auch auf der anderen Seite. Ist ja klar. So, die Nähte im Allgemeinen sind sehr gut verarbeitet. Da fehlt sich nichts. Ist auch wirklich stabil. Kann man überall, sind halt diese Nähte zu sehen. Passt aber. So, bevor ich euch zeige, wie man das Katoma sicher und gefahrenfrei wieder einpackt, möchte ich euch aber noch die Tarp-Varianten zeigen. So, meiner Meinung nach eins der besten Setups fürs Katoma-Bettnetz finde ich jetzt vor Regen geschützt. Man kann ein bisschen raussehen, braucht sich keine Gedanken machen, dass man da nass wird. Ist gut geschützt, das Ganze. Also der klassische Aufbau mit einer Ridgeline in der Mitte. Ja, da habe ich es abgespannt mit Expander schnell, damit es rucki zucki geht. Ja, wegen dem Katoma, da legt man sich einfach, wenn man keinen Platz mehr hat, da kann man sich einfach ein bisschen drauflegen. Das geht ja nicht kaputt, das knickt halt dann leicht zusammen. Aber es ist so flexibel, dass man da keine Angst haben muss, dass da irgendwas bricht oder sonstiges. Geile Sache, kann man so hier auf der Isomatte pflanzen und einfach da, wenn es regnet, was kochen drunter. Ja. Völlig egal, mit oder ohne Katoma, ich finde es immer noch, ist ein geiles Setup für ein Tarp. Nächste Variante. So, hier haben wir die A-Form, klassisches Tarp-Setup. Super geeignet für das Katoma. So, die letzte Variante, die ich euch zeigen möchte, ist dann ja, eingewickelt mit dem Tarp. Ist ja fast wie ein Biwaksack schon. Natürlich ist das Katoma quasi auch wie ein Biwaksack. Dadurch, dass es eben dieses Gestänge hat, hat man seinen Abstand drunter das Moskitonetz. Ja, es ist natürlich auch sehr gut geeignet für den Winter, weil darunter ist mit Sicherheit sehr warm dann. Und wenn es stark regnet und man keine Zeit hat oder auf Kies übernachten möchte und das Setup mit dem Tarp gar nicht aufspannen kann, ist dann relativ schwierig ohne Bäume. Man muss halt schauen, dass das alles gut eingetütet ist, dass es da nicht durchregnet oder reinregnen kann. Das ist ein bisschen schwierig, aber weil man ja innen, wenn man liegt, im Katoma von beiden Seiten öffnen kann, kann man das ja korrigieren dann, das Ganze. Blöd ist halt, dass man seinen Rucksack und Gerödel eben noch mit reinbringen muss, dass das trocken ist. Außer man lässt den draußen im Rucksack und tut halt seinen Raincover drauf, dann geht's auch. So, jetzt muss man das Katoma natürlich noch in den Packsack wieder reinbringen. Das mache ich jetzt mal ganz langsam, dass man das gut sieht.
Das ist der eine Teil. Jetzt haben wir diesen großen Ring. Aber der Packsack ist ja klein. Genau, und das ist der Teil, wo man ein bisschen Angst hat, weil das fühlt sich brutal an, als wenn das gleich brechen würde. Man biegt das hier um. Schwuppsdiwupps hat man diese kleine Form. Ja, toll. Das ist jetzt unter einer sehr großen Spannung steht das Ding. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass man den Ring da drum macht, dass das nicht wieder aufspringt. Ich klemme das fertige Teil hier so ein und schaue, dass ich dieses Band, diesen Gurt da wieder drum mache. So sauber, wie es nur geht. Das war jetzt nicht so sauber, da ist eine Verdrehung drin. Ja. So, aber gerade sollte es schon sein, muss nicht unbedingt verknuddelt werden. Ja, dann ziehen wir das hier schön an. So. Und schon passt es. Letztendlich kann man es dann wieder wunderbar, ganz leicht. In den Packsack klatschen. Tja, das war das Video zum Katoma Bednet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt, mal in den Laden reinzuschauen, in Amberg, wo ich das her habe. Also wie gesagt, ich war halt persönlich dort, weil ich solche Geschäfte hervorragend finde. Und es gibt ja nicht mehr viele, denn durchs Internet gehen die meisten Läden ja kaputt. Und ich unterstütze unheimlich gern solche begehbaren Geschäfte. Der hat natürlich auch einen Online-Shop. Die Adresse hier ist in meiner Infobox drin. Also die Webadresse, schaut's mal vorbei, ist ein toller Service, es gibt mega viel Sachen, ja, macht einfach Spaß. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier draußen in der Natur im Wald wieder. Bis dahin, schöne Zeit, macht es gut, servus, ciao.